Könnt ihr euch eine Welt vorstellen ohne Pizza? Ich ehrlich gesagt nur ganz schwierig. Genauso wie eine Welt ohne Lasagne. Ziemlich schrecklich, würde ich sagen. Aber noch viel wichtiger ist, in dieser Welt ohne Pizza würde es wahrscheinlich auch folgende Dinge nicht geben. Sklaverei als Massengeschäft, Völkermord an indigenen Menschen in Amerika und Ausrottung einer Vielzahl an Kulturen. Und da muss ich sagen, in so einem Fall würde ich liebend gerne auf Pizza verzichten. Wenn Christoph Kolumbus niemals Amerika in Anführungszeichen entdeckt hätte, die Welt könnte heute komplett anders aussehen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern fundamental. Warum? Dazu jetzt mehr. In 1492, Columbus sailed the ocean blue. Mit diesem Satz haben wir früher in der Schule nicht nur gelernt, wie man auf Englisch reimen kann, sondern das war auch ein zentraler Satz für den Geschichtsunterricht. 1492 hat Christoph Kolumbus mit 3 Schiffen eine Insel der Bahamas erreicht und sich damals extrem getäuscht. Eigentlich wollte er einen schnellen Seeweg von Europa nach Indien finden, gelandet ist er aber dann auf einem völlig anderen Kontinent. Nämlich eben dem, was man später nach seinem Seefahrerkollegen Amerigo Vespucci Amerika nennen wird. Wisst ihr wahrscheinlich. Später lässt sich Kolumbus dafür von seinen Sponsoren in Spanien feiern. Er, der Italiener aus Genua, hat für die Seemacht Spanien etwas völlig Neues entdeckt. Er ist ein Held, findet er selbst. Damit liegt er aber falsch. Erstens war er mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht der erste Mensch von außerhalb auf dem amerikanischen Kontinent. Schon die Wikinger und eventuell sogar 2 Deutsche sollen vor ihm dort gewesen sein. Und zweitens nimmt Kolumbus sich selbst ein ordentliches Stück zu wichtig. Bei seiner 2. Expedition, ein Jahr später, ist er so grausam zu den Ureinwohnern, dass er schließlich von den Spaniern in Ketten gelegt und nach Hause gebracht wird. Und als er dann nochmal ein 3. Mal nach Amerika kommt, macht das auch nicht besser und stirbt schließlich kurze Zeit später als wenig beliebter und viel beschimpfter Mann. Trotzdem wird er heute in vielen Geschichtsbüchern gefeiert. Man muss es ganz klar sagen, warum Kolumbus heute noch gefeiert wird als großer Entdecker, ist ziemlich unverständlich. Hier bei YouTube habe ich neulich einen ganz passenden Kommentar dazu gefunden. Kolumbus als Entdecker zu feiern wäre ungefähr so, als würde man unter ein Video hier mit 65 Millionen Aufrufen Erster schreiben. Das aber nur am Rande. Auf jeden Fall kann man sagen, Kolumbus hat Ende des 15. Jahrhunderts etwas losgetreten, das für die einen, nämlich für die Europäer, Reichtum und Wohlstand gebracht hat und für die anderen, die Ureinwohner oder die Indigenen, auch wenn man das nicht immer 1:1 gegenüberstellen kann, die Ausrottung. Vor der Ankunft von Christoph Kolumbus auf den Bahamas haben auf dem amerikanischen Kontinent vermutlich 50 bis 100 Millionen Menschen gelebt. Von wegen entdeckt, ja. Die haben diesen Kontinent schon lange für sich entdeckt. Es gab hunderte verschiedene Kulturen, mehr als 300 Sprachen und Großstädte, die mit denen in Europa locker mithalten konnten. In Tenochtitlan zum Beispiel, der Hauptstadt des mächtigen Aztekenreichs, haben Ende des 15. Jahrhunderts rund 100.000 Menschen gelebt. Das waren ungefähr so viele wie in dieser Zeit in London und fast doppelt so viele wie in Lissabon gelebt haben. Und entgegen vieler Darstellungen später in den Geschichtsbüchern waren die Menschen nicht nur in einfachen Stämmen verbunden, sondern auch in hochkomplexen Gesellschaften. Über die Azteken in Mittel- und Südamerika habe ich ja gerade eben schon gesprochen. Dazu kamen die Inka im Süden und mächtige indigene Völker in Nordamerika. Von den Kolonialisten später Indianer genannt. Eine sehr vielschichtige und sehr heterogene Bevölkerung, die den Kontinent schon vor langer Zeit für sich entdeckt hatte. Dafür brauchten sie keinen Christoph Kolumbus. Ihr Problem war aber, sie waren den Europäern bei ihrer Gier im Weg. Oder genauer gesagt, sie waren einfach da. Allein das hat den Europäern schon gereicht. In blutigen Kämpfen wurden die zahlenmäßig zwar über, aber technologisch meistens unterlegenen Völker besiegt und unterworfen. Und was die Spanier, die Portugiesen, die Briten, andere nicht allein geschafft haben, das haben Krankheiten erledigt, die in Europa zwar harmlos waren, in Amerika aber komplett neu gewesen sind. Das muss man sich in etwa so vorstellen, als wäre der amerikanische Kontinent über viele Jahrzehnte hinweg immer wieder von einer, ja, kann man sagen, Corona-Pandemie überrollt worden. Allerdings mit noch viel tödlicheren Folgen, als das heute bei uns der Fall ist. Und natürlich war das damals nicht Corona, sondern es waren andere Krankheiten. Die Grippe. Cholera. Innerhalb von nur 2 Jahrhunderten war von den Indigenen in Amerika nicht mehr viel zu sehen. Stattdessen hatten weiße Kolonialisten die Macht übernommen und sich fast überall im Süden und in der Mitte ausgebreitet. Und Anfang des 17. Jahrhunderts kamen dann mit den sogenannten Pilgrims, den Gründervätern, auch noch die Briten im Norden Amerikas dazu, die sich dauerhaft niedergelassen haben. Und genau zu dieser Zeit gab es das nächste große Unrecht. Weil kaum noch Ureinwohner da waren, die man für Zucker, für Kaffee oder andere Güter ausbeuten konnte, haben sich die Kolonialisten auf einem anderen Kontinent umgeschaut. Nämlich in Afrika. Vor allem aus Westafrika wurden ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts hunderttausende Menschen gekidnappt und als Sklaven nach Amerika gebracht.
Dort wurden sie verkauft und zum Beispiel zur Arbeit auf Plantagen gezwungen. Die Europäer haben sich aufgeführt wie Herrenmenschen und sich dabei auch noch im Recht gefühlt. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Video, das hier oben auf dem i verlinkt ist. Da wird das nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Und jetzt kommt der Rest danach im Schnelldurchlauf. Nach der Ausbeutung haben sich die Spanier immer mehr aus dem Süden zurückgezogen und Chaos hinterlassen, das zum Teil bis heute nachwirkt. Und aus den Siedlungen im Norden, das wisst ihr, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika. Lange Zeit die dominierende Macht in der Welt und auch heute noch extrem einflussreich. So ist es abgelaufen. Und so wurde es teilweise bis heute noch nicht richtig aufgearbeitet. Gerade der Völkermord, ja, man muss es so nennen, in Nordamerika ist in den USA kaum ein Thema. Auf dem YouTube-Kanal Mr. Wissen Togo Geschichte dafür schon. Das Video dazu findet ihr oben auf dem i. Aber was wäre denn, wenn das alles ganz anders gekommen wäre? Was wäre, wenn Christoph Kolumbus Schiffe zum Beispiel einfach gesunken wären? Wenn die Crew gemeutert hätte? Wie würde die Welt dann heute aussehen? Naja, Szenario Nummer 1 ist ganz schnell erklärt. Genauso wie heute. Denn das späte 15. und das frühe 16. Jahrhundert waren das Zeitalter der Expeditionen. Das Mittelalter ging langsam vorbei, die Techniken wurden immer innovativer, die Schiffe immer leistungsfähiger und Christoph Kolumbus war längst nicht der einzige Seefahrer in seiner Zeit und hätte er Amerika nicht erreicht, dann wäre es wahrscheinlich kurze Zeit später jemand anders gewesen. Zum Beispiel die Portugiesen oder die Briten. Und daran, wie die Geschichte weiter verlaufen ist, kann man ganz gut erkennen, dass andere europäische Staaten in Amerika auch nicht harmloser unterwegs waren als die Spanier. Die Geschichte wäre also vermutlich ähnlich verlaufen, vielleicht ein bisschen zeitversetzt. Insofern, höchstwahrscheinlich wäre die Welt heute gar nicht so großartig anders, wenn Kolumbus 1492 nicht über den Ocean Blue gesegelt wäre. Aber jetzt nehmen wir mal an, es wäre keine europäische Macht zuerst in Amerika gelandet, sondern eine andere große Seefahrernation, nämlich die Chinesen. Das hier ist Zheng He. Bis heute ist er in China bekannt als großer Seemann, der für sein Land viel erreicht hat. Und der ehemalige britische Navy-Kommandant Gavin Menzies geht sogar noch einen Schritt weiter. Er behauptet in einem seiner Bücher, Zheng He wäre noch vor Kolumbus in Amerika gewesen. In Europa wird das unter Historikern zwar angezweifelt, in China gibt es aber immer mehr Menschen, die das glauben. Jetzt nehmen wir mal an, Zheng He wäre um das Jahr 1400 herum tatsächlich in Amerika gelandet. Fast 100 Jahre vor Kolumbus. Er hätte seine Expedition in einer Karte festgehalten, in seiner Heimat davon berichtet und eine Art Run auf den neu entdeckten Kontinent gestartet. Wie wäre die Geschichte dann weitergegangen? Vermutlich ganz anders als in der Realität, denn die Chinesen waren in dieser Zeit nicht so sehr darauf aus, neue Ecken der Welt zu besetzen, sie sich unterzuordnen. Nein, sie wollten viel lieber Handel treiben. Und dazu hätten sie mit den indigenen Völkern in Amerika jede Menge Möglichkeiten gehabt. Und beide Seiten hätten davon profitiert. China auf der einen Seite durch neue Waren, die man dann wiederum gewinnbringend hätte weiterverkaufen können, zum Beispiel nach Europa. Und die Amerikaner durch innovative Technologien. Denn die Chinesen waren damals in sehr vielen Bereichen führend. Nicht nur das Papier oder das Schwarzpulver haben ihren Ursprung dort, auch eine frühe Form des Buchdrucks und der Kompass kommen aus China. Alles das hätte seinen Weg nach Amerika finden können und dort vermutlich für eine Revolution gesorgt. Und zwar so. Die Völker, die Handel mit China treiben, bekommen einen großen Fortschritt in ihrer Entwicklung. Die sowieso schon mächtigen Azteken zum Beispiel schaffen es mit neuen Waffen und anderen Hilfsmitteln ihren Herrschaftsbereich auszubauen. Vermutlich auch mit Schusswaffen. Im Norden Amerikas schließen sich verschiedene größere Stämme zu einem riesigen neuen Stamm zusammen, der nicht mehr in Zelten lebt, sondern immer mehr auch in befestigten Häusern. Und in großen Anlagen, die entsprechend verteidigt werden können. Amerika wird sozusagen technologisiert und einzelne Völker zu einflussreichen Mächten. Durch die Möglichkeit, wichtige Dinge aufzuschreiben und zu vervielfältigen, werden Erkenntnisse festgehalten und weiterentwickelt. Innerhalb von nur 100 Jahren entsteht ein modernes Geflecht aus handlungsfähigen Staaten, das es zum Beispiel mit Europa locker aufnehmen kann. Staaten, die sich zwar immer wieder auch untereinander bekriegen, die aber so gut miteinander vernetzt sind, dass sie durchaus in der Lage sind, sich gegen Eindringlinge von außen gemeinsam zu wehren. Und genau das passiert, als um das Jahr 1500 herum die ersten europäischen Seefahrer in Amerika landen. Diese Seefahrer treffen auf selbstbewusste und wehrhafte Einwohner. Von Anfang an ist klar, wenn, dann wird hier auf Augenhöhe verhandelt. Die Europäer müssen einsehen, hier ist man nur zu Gast und nicht der Herr im Haus. Wenn man von dem profitieren will, das es in Amerika gibt, muss man auch etwas anbieten. Und so entstehen eben auch Handelsbeziehungen zwischen Europa und Amerika. Der große Unterschied ist, es gibt nichts umsonst. Dinge, die man sich in der Realität einfach genommen hat, muss man als Europäer in dieser Fiktion bezahlen. Und weil es sich nicht so rentiert, finden manche Dinge gar nicht oder erst sehr verspätet ihren Weg zu uns. Die Tomate, die ursprünglich wohl vor allem von den Maya kultiviert wurde, ist für die Europäer eher nicht so interessant. Sie kommt als Nischenprodukt und bleibt es auch.
Pizza, Lasagne, alles das wird nie erfunden. Bei der Kartoffel ist es ähnlich. In der Realität landet sie wohl Mitte, Ende des 16. Jahrhunderts in Europa und sorgt innerhalb kürzester Zeit für eine deutlich verbesserte Ernährung der Bevölkerung. Die Kartoffelpflanze ist sehr robust. In unserem Szenario hier würde das vermutlich deutlich länger dauern. Die Folge? Hungersnöte, Mangelernährung und vielleicht sogar Aufstände. Und generell muss man sagen, hat der Aufschwung Europas vom Mittelalter in die Neuzeit nur vor allem deshalb so gut geklappt, weil man ihn auf Kosten Amerikas und Afrikas durchziehen konnte. Muss man mal klar sagen. Das wäre jetzt nicht möglich. Die Sklaverei, wie es sie in der Realität gegeben hat, hätte vermutlich so nie stattgefunden. Und nicht nur das. Amerika, genauer gesagt die späteren USA, waren zwischen 1800 und 1900 das Auswanderungsziel Nummer 1 für Europäer. Massenarmut, Perspektivlosigkeit, generell Unzufriedenheit mit dem politischen System haben rund 30 Millionen Menschen dazu gebracht, ihre Heimat in Europa zu verlassen. In unserem Szenario wäre das kaum möglich. Die Überbevölkerung, die es damals in Europa gab, hätte nicht wirklich kompensiert werden können. Die lange Phase des Friedens in Europa zwischen 1815 und 1914 hätte es so vermutlich nicht gegeben. Und auch die Industrialisierung wäre wahrscheinlich deutlich langsamer in Schwung gekommen. Wenn man das mal weiterdenkt, könnte man sogar sagen, der Wohlstand für große Teile in der Bevölkerung, den wir heute in Europa haben, wäre bei diesem alternativen Verlauf der Geschichte womöglich so gar nicht vorhanden. Und natürlich auch nicht vorhanden wären die USA. Und ohne die USA auch kein großer Player, der ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts bestimmt hat, wo es in der Welt langgeht. Hätte es ohne die USA einen Ersten Weltkrieg gegeben? Ja, wahrscheinlich schon. Den hätte aber vermutlich Deutschland gewonnen. Und was dann passiert wäre, das könnt ihr euch in dem Video anschauen, das hier oben auf dem i verlinkt ist. Natürlich, wie gesagt, alles fiktiv. Man weiß nicht, ob es wirklich so gekommen wäre. Wir könnten da noch beliebig lange weitermachen. Wäre Englisch wirklich zur Weltsprache geworden? Welche Rolle würde China heute spielen? Wie wäre generell das Kräfteverhältnis auf der Welt? Alles sehr spannende Fragen. Und mindestens genauso spannend wie die Frage, was eigentlich die amerikanischen Mächte heute machen würden. Wären die Azteken vielleicht ein Staat auf Augenhöhe mit China und Russland, quasi die anderen USA? Wie wäre es generell auf dem amerikanischen Kontinent weitergegangen? Hätte es dort einen großen Krieg gegeben? Wären die Völker friedlich miteinander umgegangen? Ihr seht, die Geschichte wäre fundamental anders verlaufen. Vermutlich deutlich zum Nachteil der Europäer. Europäer, die sich damals als Könige der Welt gefühlt haben, andere Völker ausgebeutet und ausgelöscht haben und die sich ihrer Verantwortung dafür teilweise bis heute nicht offen stellen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Was mich dann natürlich mal interessieren würde, ist, wie seht ihr das denn? Was wäre, wenn Amerika nicht zuerst von Kolumbus entdeckt worden wäre? Habt ihr vielleicht noch ein anderes Szenario parat? Und wie würdet ihr generell die Europäer damals in dieser Zeit bewerten? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, bitte bleibt fair. Es ist kontrafaktische Geschichte, da gibt es kein richtig oder falsch. Aber es gibt auf jeden Fall Äußerungen, die nicht okay sind. Rassistische Äußerungen zum Beispiel, diskriminierende Äußerungen, die bitte aus den Kommentaren rauslassen. Hier neben mir findet ihr noch ein Video zur Frage, was wäre denn, wenn es die Sowjetunion heute noch geben würde. Auch sehr spannend und direkt darunter etwas vom Kanal Mr. Wissen to Go Geschichte. Da gibt es reale Geschichte, keine kontrafaktische Geschichte. Und zwar etwas zur Geschichte der USA. Schaut da auch gerne mal rein. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.